Tom Samus mit 8 Euro. Bruder, vielen, vielen Dank. Kuss geht raus, Digga. Ohne Spaß. Meine erste Dono ever. Bin froh, dass ich das erste Mal, bei dir mache. No sexual. Du bist da echt ein sympathischer und lustiger Unternehmenspartner. Real talk. Bin echt froh, dass es dich gibt. Du machst meinen Feierabend einfach besser. Grüße, Tom Samus. Ich danke dir, mein Freund, für die 8 Öcken. Wirklich sehr, sehr nicer Text. Ey, ganz kurz auch, no joke. Ich bedanke mich jetzt auf Schleimer-Cringe-Basis bei jedem von euch, der mir in den letzten Tagen auch eine Nachricht geschrieben hat und so und mir alles Gute gewünscht hat und so. Also wirklich, no joke, ich bin unfassbar dankbar für die Dingens, für die ganzen Nachrichten, die ihr mir geschickt habt. Hoffen wir das Beste, ja. Hoffen wir das Beste, Mann. Es nervt einfach. Es nervt, in so einer Situation zu sein, weil man weiß auch, man ist nicht immer super strong, ne? Ich meine, klar, in einem Moment sage ich, easy going, Digga, kriege ich alles hin. Und dann hast du nicht diesen, dann hast du für einen Moment diesen Aussetzer und denkst so, ey, fuck, man, ich weiß nicht, ob ich das alles stemmen kann, lohnt sich das alles und so, wisst ihr, wie ich meine? So, in meinem tiefen Inneren weiß ich natürlich, ich ziehe durch, aber, ja, Mann. Ich danke euch einfach für den Support, no joke. Also, ist einfach nicht selbstverständlich, aber, ja, vielen Dank. Ich habe übrigens meinen Bart abrasiert. Ich sehe jetzt aus wieder wie 10. Meine Haare oben sind immer noch lang. Wahrscheinlich lang. Deswegen sehe ich an der Stelle auch aus wie der letzte Bastard. Friseur zu teuer? Ja, kann ich mir aktuell nicht leisten, Digga. Deswegen glaube ich, war der letzte Spaß. Alle Johnny mit 300 Bits, Nico, du Ehrenmann, und stehen alle hinter dir. Ey, ohne Spaß, Mann. Ich habe noch nie so einen krassen Support bekommen wie zur Zeit, Digga. Ich schwör's dir. Voll viele Leute schreiben mir so, ey, Nico, die haben das Video gesehen und so. Und voll viele sagen auch so, ey, Digga, ich weiß nicht, ob du das ernst meinst oder ob das ein Joke ist, Digga. Ich wünschte, das wäre ein Joke, Digga, das ist leider kein Joke. Aber ohne Spaß, fühlt sich einfach nice an, zu wissen, dass Leute da sind, die hinter einem stehen und die sagen, ey, wir supporten dich und so. Und ja, fühlt sich auf jeden Fall gut an, Mann. Ja, aber ich hoffe, ihr steht alle hinter mir, nur Homo, oder? Außer natürlich die, ne, egal. Freeze mit 200 Bits, Digga. Nico, irgendwie glaube ich, du bist ein netter Dude. Achte auf dich und bleib gesund. Grüße aus dem Norden. Ey, vielen, vielen Dank für die netten Worte. Nice, doch nice. Nice, G-Mann. Mit 10 Euro, Bruder. Kuss. Wünsche dir nur das Beste. Und Videos im alten Zimmer auf Nostalgiebasis. Gut, dass du weitermachst und dich nicht unterkriegen lässt. Vorbild ist da. Niemals den Humor verlieren. Das ist sowieso das Wichtigste, Digga. Das ist mein Grundgesetz Nummer 1. Wenn ich den Humor verliere, okay, dann bin ich sowieso komplett lost. Dann könnte ich den ganzen Tag hier sitzen und auf Depression schieben, Digga. Oh nein, Leute. Das ist alles so scheiße. Aber dann kommt der ein oder andere Pleite-Joke noch an die Oberfläche und dann, Alter, mittlerweile kann ich mir auch wieder durch die Haare sträuben. Da geil, Mann, um 15. Ich sehe einfach aus wie der letzte Keck, Digga. Scheiße auf ihn, Digga. Reiner mit 5 Euro. Hier meine letzten 5 Euro für den Friseur. Danke dir, Digga. Wir waren im Stripclub und ich muss euch ehrlich sagen, ich fand's nicht so nice im Stripclub. Also, es war witzig, weil ich war natürlich mit Memo, mit Monte, mit Tim. Und es war natürlich unterhaltsam, weil man saß so am Tisch, ne? Und dann bist du so am Tisch mit den Jungs und sagst so, hey, bla bla, die saß. Man redet so, ne? Und dann kommen diese Frauen, holy shit, Digga. Nice G-Mann mit 50 Euro, Bruder. Kuss. Geld verbrenne immer ohne Laut, Motherfuckers. Du hast mir durch schwierige Zeiten geholfen und hast gute Laune verbreitet. Will mal ein bisschen was zurückgeben. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal. Bruder, vielen, vielen Dank. Ohne Spaß, Mann. Kuss geht raus. Heftiger Support an der Stelle. Die Moneten, für die bedanke ich mich natürlich ganz herzlich bei jedem Einzelnen von euch. Weil, ja, situationsbedingt ist es natürlich. Es hilft mir. Ich danke dir auf jeden Fall, mein Freund. Und ich hoffe, ich kann es dir weiterhin in irgendeiner Form zurückgeben, wo du sagst, kannst du dir was davon, gibt dir irgendwie was. Jedenfalls, ich bin, wir waren im Dings im Stripclub und ich war so, Digga, ist schon irgendwie weird, dass man jetzt hier so sitzt, ne? Und dann kommen diese Frauen an den Tisch und dann ist so, ja Jungs, wie sieht's aus? Wollt ihr hier eine Show buchen? Und da war halt da, also als erstes sind so welche zu uns gekommen, wo du so dachtest, okay. Ja, korrekt, dass ihr jetzt fragt, aber nötig ist das Ganze jetzt auch eher weniger. Und Monte hat dann einfach so direkt zu denen gesagt, nee, wir haben schon unsere Tänzerin. Und die war so, gut, alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Digga. Also wahrscheinlich hat die zu Monte, Digga, gesagt. Aber Monte wieder ganz direkt rausgeschallert, dass die sich einfach kurz dann verpissen sollen.
Jedenfalls sind dann zwei andere gekommen. Da hat man dann Dingens, da hat man dann Dingens Geld bezahlt, ne? Dass sie dann am Tisch sozusagen sind. Und dann haben die ganz, ganz, ganz weirde Sachen gemacht. Holy shit, Digga! Ey, chill doch mal, ohne Witz, Mann. Ihr müsst jetzt echt nicht übertreiben, nur weil ich das gesagt habe. Der Q-Daniel, QR-Daniel mit 100 Ecken, Digga. Holy shit, Digga. Der Typ verbrennt das Geld wieder anders, Digga. Nico, Bro, großer Respekt. Es gehört einiges mehr dazu, über so ein Thema zu sprechen, als über die ganzen Erfolge, welche man gerne zeigt. So wie ich dich aber einschätze, wirst du dein Ding trotzdem durchziehen. Viel Erfolg bei allem, was kommt. Ey, Daniel, wirklich vielen, vielen Dank für die Worte, no joke. Und vielen Dank für den Support. Ich fühle mich geehrt, no joke. Wird direkt zurückgezogen. Ja, shit, wer ist dir, Digga? Ey, es ist einfach... Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Für mich ist gerade einfach nur so... Viele sagen ja auch im Chat, Nico, sag doch mal bitte, was los ist genau. Und ich habe es euch schon öfter gesagt und euch darum gebeten. Ich sag euch so viel, wie ich kann. Und mehr geht auch einfach nicht. Und für mich ist einfach ein Punkt, wo ich sage, guck mal, die Lage ist einfach schwierig, okay? Ich muss Vollgas geben und du gibst nicht... Also, viele geben Vollgas, um voranzukommen. Versteht ihr? Also ich probiere das einfach mal so zu umschreiben, damit ihr euch deutet, dass wie ihr das könnt. Für viele ist es so, ich gebe 110%, damit ich vorankomme, damit ich nach vorne gehen kann, damit ich meine Zukunft aufbauen kann, bla bla bla, okay, solche Sachen. In meiner aktuellen Situation ist es halt so, ich muss 110-120% geben, nicht um voranzukommen, um mir was aufzubauen. Ich muss 130% geben, um die Möglichkeit eines Tages zu haben, wieder anzufangen. Versteht ihr, was ich meine? Aber egal, scheiß drauf, Digga. Und ich will das jetzt hier auch gerade... Da gibst du jetzt 150%. Safe. Ich gebe mein allerbestes, was ich nur auf dieser Welt kann. Und ich probiere einfach nach vorne zu gehen, um das zu schaffen, Mann. Um es zu schaffen. Einfach 20 Reactions jeden Tag und gib ihm. Mach ich doch sowieso schon. Nee, aber es ist natürlich auch klar, dass ich in nächster Zeit, weil, guck mal, ich meine, Leute, und no joke, ich bedanke mich wirklich vom tiefsten Herzen, dass Leute hier aggressiv gönnen, übelst viele Leute was donaten, auch nochmal im letzten Stream, vielen, vielen Dank, ohne Spaß, das ist krasser Support. Aber für mich ist es so, wisst ihr, ich will mich hier nicht in Livestream reinsetzen. Ich meine, ich rede gern über die Themen mit euch und so, aber für mich ist es, für mich ist es nicht das Ziel zu sagen, oh, ich setze mich jetzt hier mal in einen Livestream rein und dann hoffe ich darauf, dass ganz viele Leute hier mir Geld donaten. So, das ist für mich nicht der Weg, so wisst ihr, ich meine, ich bedanke mich natürlich herzlich für den Support und so, aber der Weg für mich ist, ich muss das Geld selber verdienen über meine Tätigkeit, die ich ausübe. Deswegen werden in nächster Zeit natürlich auch aggressive, nice Placements von mir kommen. Da dürft ihr euch auf einiges freuen, weil ich... krasse Sachen bewerben werde. Ihr werdet euch krass darüber freuen. Placements werden anders wild, Digga. Hau jedes Placement rein, Bro, die gönn ich dir. Das Two-Face, weißt du, das Schöne wäre ja, ich würde mich aber dir bedanken, wenn ich sage, gönn ich dir, Digga. Im Sinne von, dann läuft bei mir. Aber ich muss es einfach machen, Digga. Verstehst du, wie ich meine? Aber ja, ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit mehr Placements machen. Ich werde die natürlich so gut es geht in meinem Stil durchziehen, ne? Aber ja, muss zurzeit dann natürlich einfach sein. Und ich meine, ich kann damit neue geile Sachen bewerben, ist doch super, oder? Lambo Block mit Monte safe 100% Real Talk. Ja, also der kommt bald, der kommt nächste Woche. Ich habe mit Monte ein Video gedreht mit dem Lambo. Hast du mit Monte Wer wird Millionär gespielt Real Talk? Nein, habe ich nicht. Hat sich nicht ergeben. Wir wollten Dingens. Ich wollte eigentlich mit ihm das im Stream machen, aber er hatte nicht so Bock drauf. Wir hatten ja einen IRL-Stream gemacht und am nächsten Tag war dann nur, der Podcast ging auch wieder übelst lang, den die gedreht haben. Und dann haben wir, noch, den Video für mich haben wir noch gedreht. Also einmal Instagram-Models bewerten mit Monte kommt auf jeden Fall. Ganz üble Episode geworden, sage ich euch. Kommt am Montag. Und dann haben wir noch einen Vlog gedreht. Zockt ihr bald OW zusammen? Also ich habe mit Monte gesprochen, wenn OW 2 rauskommt, hat er gesagt... zocken wir vielleicht mal zusammen. Sind Transen dabei? Vielleicht. Und vielleicht ist Monte in die Falle gegangen, aber nur vielleicht. Smiley mit 3 Euro, Hauptsache Teddo und Mond geht's gut, Digga. 100% beide.
Wann kommt Elena? Ich habe wieder mal mit Elena geschrieben. Elena ist gerade selber unterwegs die ganze Zeit. Die ist jetzt Skifahren mit Dan Brilzerian. Ich werde mir aber mit Elena safe demnächst mal wieder einen Livestream machen. Ich weiß nur noch nicht genau wann. Und ich muss gucken, wie ich das mit ihr abkläre mit Hotel. Weil ich muss gucken, ob ich das für sie zahlen kann. Und wie man das dann halt am besten macht. Aber ich denke, da werden wir auf jeden Fall eine Lösung finden. Und ja. Jetzt, wo du arm bist, hat sie keinen Bock mehr auf dich. Doch, doch. Sie ist ja noch am Start auf jeden Fall. Ich habe erst neulich mit ihr telefoniert. Alter, Nexo mit 1050 Bits. Kuss, 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 Kuss. Du kommst wieder auf die Beine. Bro, ich werde niemals umfallen. Aber ich muss wieder lernen zu rennen. Oder was heißt lernen? Ich muss wieder mich vorarbeiten zu rennen. Bro, was laberst du? Hey, ich verstehst du nicht? Ich muss immer in Metaphern sprechen. Du musst da deuten. Um dir das klar zu machen. Ich bin nicht umgefallen, ich stehe noch. Aber man hat mir zwei verdammt nochmale 30 Kilo Gewichte an jeden Fuß gebunden. Verstehst du, was ich meine? Jetzt muss ich nur lernen, wieder zu rennen. Versteht ihr? Auch noch an die Füße. Ja, Tüde, es geht einfach nicht fit, Digga. Ey, aber ohne Spaß. Es ist einfach immer wieder nice, Digga. Der Livestream lenkt mich immer wieder von dieser ganzen Scheiße ab. RL Production mit 5 Öcken. Hier, Bro, damit du über die Runden kommst, Kopf hoch und zieh durch. Danke dir. Kuss geht raus. Ey, ganz kurz, ich wollte auch nochmal eine Sache sagen. Und zwar für alle die im letzten Stream am Start waren und auch was donated haben. Wirklich. Tut mir leid, dass ich nicht jeden Einzelnen vorlesen konnte. Letzter Stream ist ja auch unlucky geendet, leider. Aber vielen, vielen Dank, ohne Spaß. Ich appreciate es. Krass, dass ihr so am Start wart. Wirklich sehr, sehr korrekt von euch. Ich küsse eure Augen. Digga, QR Daniel nochmal mit 5 Euro, Bruder. Vielen, vielen Dank, ohne Spaß, für den krassen Support, Digga. Jungs, jeder im Stream, ein Fünfer raus und Nikos Probleme halbieren sich. Nein, Digga, guck mal, genau das ist das, was ich nicht will, Digga. Klar, ich appreciate it. Zum Beispiel auch, dass RG Incredible 13 zum Unity Cups raushaut. Bruder, Kuss, 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 Kuss. Ich appreciate das, wirklich. Aber es ist einfach nicht dieser... Ich will nicht dieser Geier sein, der sich hier hinsetzt und nach Geld geiert. So, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen werde ich das so auch nicht aufrufen oder sowas. Absolut, macht absolut keinen Sinn, Digga. Aber vielen Dank für den Support, QR, Daniel. Ohne Witz, Mann. Kuss geht raus, Mann. Iron wird nochmal mit einem Zehner dabei. Danke dir, Digga. Hast es nötiger als ich, Kappa? Wahrscheinlich hättest du das Kappa tatsächlich weglassen können, mein Freund. Renin Deolga mit 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Ich habe zwar selber nicht viel Para, aber deine Armut kotzt mich echt an. Gönn dir mal Sushi auf meinen Nacken. Ey, Bro, ohne Spaß, donate hier nicht, wenn du selber nicht so viel Geld hast, Digga. Macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn, Digga. Schert euch da bitte nicht um mich. Guckt euch den Livestream an. Habt Spaß, Digga. Lasst euch unterhalten. Gebt da nicht euren letzten Cent aus. Das macht einfach keinen Sinn. Daniel mit 5 Euro. Genau. Daniel, kein Problem, mach ich. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Und herzlich willkommen zu einem neuen Real-Life-Video. Heute ein kleiner Real-Talk. Und zwar möchte ich heute über das Thema Finanzen reden, Digga. Ich sag's euch einfach mal so. Wenn ihr im Leben richtig gefackt seid, Digga. Piss dich, du Sohn! Dann scheiß auf ihn, Digga. Und ball ihn einfach weg. Das ist mein Wort des Tages. Digga, dieser Beat, okay? Also der Beat. Ich feier ja Monte, okay? Und ich feier auch, dass Monte diesen Beat so für sich entdeckt hat und dass er sagt, den zieht einfach durch. Finde ich nice, okay? Aber ich sag's euch einfach mal so. In meinem Instagram 21 Video und in dem Lifestyle-Vlog wird der Beat auf jeden Fall anders verwendet, Digga.